Mein Name ist Götz Alsmann, ich bin Musikwissenschaftler und ich freue mich darüber, denn ich finde, dass die Musik als großer, umfassender, riesiger, vollkommen unüberschaubarer Kosmos eine Zunft braucht, die allen den Weg weist. Musikwissenschaft ist für mich nicht nur neue Musik zu entdecken, sondern auch Neues in der Musik zu entdecken. Ein Stück Musik steht nie für sich allein, sondern es ist eingebunden in ein breites Netzwerk aus gesellschaftlichen, ästhetischen, historischen, natürlich musikalischen oder auch konfessionellen Zusammenhängen. Diese Kontexte aufzudecken, sichtbar zu machen und zu deuten, diesen Anspruch hat das Fach Musikwissenschaft. Der Reiz von Musikwissenschaft liegt für mich in den ungeheuren Möglichkeiten, am Beispiel von Musik, die Vielfalt, Komplexität und Bedeutung von Kultur zu erleben. Das Besondere hier ist, dass wir drei Professuren haben, und eben auch die drei Kerngebiete der Musikwissenschaft, also historische Musikwissenschaft, systematische Musikwissenschaft und die Musikethnologie. Und das heißt, wenn man in Münster Musikwissenschaft studiert, ist man theoretisch auf alles vorbereitet. Also man bekommt in alles Einblicke, typisch natürlich Bach, Mozart, Beethoven etc., aber auch dann Musik im Nationalsozialismus, was ja dann noch relativ modern ist, aber auch topaktuelle Musik, topaktuelle politische Themen dann natürlich, die auch dazugehören. Also die Bandbreite ist eigentlich komplett gegeben. Also man muss auf jeden Fall sich darauf einstellen, dass man viel lesen muss. Also es ist schon so, dass man regelmäßig Referate hält, wo man viele wissenschaftliche Texte für lesen muss. Und was natürlich auch eine Hürde ist, man sollte unbedingt Noten lesen können. Also das hilft ungemein, wenn man eben im Analyseseminar sitzt und dann eben schon ein gewisses musikalisches Grundverständnis hat. Aber ich denke, es ist sowieso so, alle Leute, die hier sind, lieben Musik und beschäftigen sich auch privat viel mit Musik. Also die meisten sind eben aktive Musiker, singen im Chor oder spielen in einer Band oder irgendwie sowas. Und deswegen bedingt sich das ja oft auch so, dass man dann eben ja, sich einfach generell sehr gerne mit Musik beschäftigt. In this case we're not speaking about electric guitars, we're not speaking about media, but we will include today a lot of politics. Die Seminare sind nicht groß. Das Schöne ist, man kann hier diskutieren. Man hat im ersten und im zweiten Semester noch Vorlesungen, danach eigentlich gar keine mehr. Danach sind es nur noch Seminare. Und in den Seminaren, das ist das Schöne, sitzt man vielleicht mit 10, vielleicht manchmal auch 20 anderen Leuten da. Man kann eben sehr viel diskutieren. I guess so, because you characterized him as a pacifist. It didn't seem that there was some sort of clear melody in the strings especially, but wir sind ziemlich international, das heißt, wir haben auch oft Studierende, die aus dem Ausland zu uns kommen und in den Seminaren mitmachen. Und wir haben dann eben auch öfter Seminare auf Englisch, also mit norwegischen Studierenden zum Beispiel oder Studierende aus Mexiko. Und ja, das ist einfach total toll, dass man auch von außerhalb diesen Input bekommt. Musikwissenschaft, wie wir sie in Münster verstehen, ist sehr stark auf die Erforschung, die Sichtung und letztlich auch die Deutung musikalischer Quellen fixiert. Und wir haben in Münster eine wunderbare Gelegenheit, das zu tun, nämlich die sogenannte Santini-Bibliothek, eine Bibliothek, die im 19. Jahrhundert zusammengetragen worden ist und die wir sehr gern für Lehrveranstaltungen nutzen, um die Studenten an den Umgang mit Quellen heranzuführen. Also hier Johann Sebastiano, also wir haben was von Bach. Ja, und jemand mit Jerusalem. Fangen wir mal hier an. Oratorio auch noch, also wir sind schon ganz dicht dran, wunderbar. Wir haben dann nicht nur irgendwie einer erzählt was und alle hören zu, sondern das ist wirklich so, dass wir dann Noten vorgelegt bekommen, dann zusammen analysieren, diskutieren. Wir machen auch viel Quellenarbeit, also das heißt wirklich mit Handschriften, die zum Teil sehr, sehr alt sind. Und ja, lernen einfach wirklich ganz viele verschiedene Arbeitstechniken auch kennen. Also Forschung und Lehre sind hier schon stark verknüpft. Wir haben zum Beispiel auch studentische Publikationen. Also das heißt, man bekommt wirklich als Studierender schon die Möglichkeit, auch selber Texte zu veröffentlichen.
Also ich würde schon sagen, dass es wichtig ist, während des Studiums auch schon Praktika zu machen. Das kann man eben in ganz vielen Bereichen machen. Also eine Kommilitonin von mir zum Beispiel, die arbeitet im Theater in Münster. Dann gibt es Leute, die beschäftigen sich mehr mit Journalismus, also zum Beispiel Radiojournalismus. Und das sind auch viele Wege, die dann eben über solche Praktika ins Berufsleben führen. Und das ist eben, ja, also man kann sich am Anfang vielleicht nicht so viel darunter vorstellen, was mache ich später mit Musikwissenschaft, aber die Wege sind doch eigentlich sehr vielfältig, die dann möglich sind. Was eben auch sehr gut ist hier im Studium, ist, dass die Seminare, also es gibt sehr viele praxisorientierte Seminare, die eben auch schon darauf vorbereiten. Also das heißt, es werden Profis eingeladen, die dann wirklich aus ihrem Berufsleben berichten und dann den Studierenden auch beibringen, ja, zumindest einen kleinen Einblick geben, wie man, auf was es in diesem Berufsfeld ankommt. Also Musikwissenschaft ist nachher als Musikjournalist ein sehr spannender Beruf, ein sehr lebendiger Beruf. Und das ist das, was für mich das Ganze ausmacht. The most effective musicologists are those that really, really love music. Der berühmte Satz, ich mache was mit Medien, kam ja erst Mitte der 80er Jahre so richtig auf. Aber die meisten von uns machten dann irgendwas mit Medien. Und ich kann mich zumindest an keine einzige Kommilitonin und keinen einzigen Kommilitonen erinnern, von dem ich gehört habe, dass er zwischenzeitlich verhungert sein sollte.